Fuzzi-Fans und Faninnen, wie ihr ja wisst, verfolgen meine Redaktion, mein immenses Netzwerk und ich für euch täglich die weltweiten Medien. Und deswegen ist es uns natürlich nicht entgangen, dass der Medienfuzzi immer mehr Nachahmer findet. Aber seht selbst. German Bosilka. Fribisch. Was ist Brescia? Mangrobisch. Electricity Frankfurt. Was ist Brüssel Dortmund? Ein afrikanischer Medienfuzzi. Der macht doch was völlig anderes. Da könntest du doch ja jeden Typen im Anzug als Medienfuzzi bezeichnen. Fahrradkette. Erstens trägt er ein Smoking, zweitens sieht er blendend aus und drittens ist er ähnlich sprachgewandt wie ich. Okay, erstens und drittens stimmen definitiv. Liebe Fuzzi-Gemeinde, da mir euer Wohlergehen persönlich am Herzen liegt, habe ich eine neue Rubrik entwickelt, in der ich euch helfen will, gefährliche und unangenehme Situationen zu vermeiden. Die Rubrik nennt sich... In dieser Rubrik möchte ich an realen Beispielen verborgene Gefahren aufzeigen, die da draußen auf euch lauern und die ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt. Wie zum Beispiel diese hier. Seht ihr, das meine ich. Geltungssucht und Übermut, gepaart mit Grobmotorik und Nässe, ist immer eine schlechte Wahl. Also, liebe Fuzzi-Gemeinde, bitte nicht nachmachen. Beispiel Nummer 2 für verborgene Gefahren, die meiner Fuzzi-Gemeinde drohen, hat mit dem Nahrungsmangel zu tun, der uns allen bevorsteht. Ja, liebe Fuzzis, darauf müssen wir uns einstellen. Nahrung wird ein knappes Gut werden. Heute sind es vielleicht nur Möwen, die euch das Essen streitig machen, aber bald kann es der Nachbar sein, der Kollege oder der übelriechende Kerl an der Bushaltestelle mit dem irren Blick. Deswegen wird Essen in der Öffentlichkeit ein No-Go werden. Bitte nehmt das ernst, liebe Fuzzis, und passt da gut auf euch auf. Das letzte Video in der Rubrik This is not your Ernst ist das vielleicht perfideste. Schon jetzt möchte ich eine klare Warnung aussprechen. Es folgen verstörende Bilder. So weit, so harmlos. Ja, sogar verheißungsvoll. Eine junge Frau im Bademantel, ein mitreißendes Lied, eine Dusche. Der arglose Fuzzi wiegt sich in Sicherheit, lehnt sich entspannt zurück und ist sich der lauernden Gefahr überhaupt nicht bewusst. Aber was dann folgt, ist so verstörend und schockierend zugleich, dass der Tag nachhaltig ruiniert ist. Liebe Fuzzis, seid gewappnet. Es wird brutal. Ja, ich weiß, diese Brutalität konnte man nicht erahnen. Deswegen werde ich in unserer neuen Rubrik This is not your Ernst immer wieder vor solchen Angriffen auf euer Seelenleben warnen. Du weißt aber schon, dass This is not your Ernst völlig falsches Englisch ist, Brendel, oder? Ach, papperlapapp. So, meine Lieben, bevor ich Jacqueline korrektes Englisch beibringe, möchte ich euch auf Folgendes aufmerksam machen. Neuwahlen stehen an. Natürlich wird die aktuelle Regierung nicht bis 2025 durchhalten. Ich meine, das ist ja Satire pur. Schon beim Wort Ampel hätten wir skeptisch werden müssen. Spätestens bei der Phrase, das besprechen wir in der Ampel. War doch klar, dass das alles nur Spaß ist. Ich meine, so eine Ampel ist doch viel zu klein für Meetings. Aber bei diesen Neuwahlen werden viele junge Menschen das allererste Mal in ihrem Leben wählen dürfen. Deswegen haben wir mal mit einem dieser Erstwähler gesprochen. Hä, was? Wählen?
Wählen ist was für Boomer, ey. Ich habe noch nie gewählt. Außerdem weiß ich ja gar nicht, wo meine Stimme hinkommt, ey. Wer will denn das auswerten? Die sogenannten Experten oder was? Ja, wir wissen doch auch nicht, wer das ist, ey. Ey, kommt diese Sendung im Fernsehen? Ey, kann ich ein bisschen Werbung machen für mein Profil? Toll, ey. Kann ich wenigstens was vorschaffeln? Geil, ey. Habe ich dann auch Einfluss auf den Schnitt? Ja, siehst du, ey. So viel zum Thema Wahlen, ey. Ihr macht mit meinem Shuffle-Moves dann einfach, was ihr wollt, ey. Und genauso ist es mit den Wahlen, ey. Wer will das kontrollieren? Aber egal, ich mach's trotzdem. Ey, pass auf. Das ist jetzt mein bester Move. Oh Gott, wir sind verloren. Wer hier abonniert, bekommt von mir korrektes Gendern beigebracht.